kommst aber hier mit Gustav auch voll gut klar, ne? Mal mehr, mal weniger. Aber kommt bei dir irgendwas so, also hochmäßig so? Es kommt was hoch, aber jetzt nicht im Sinne von Feelings, sondern eher die Gründe, wieso es nicht geklappt hat. Ja, ganz oft denke ich dann so, ja, ich war die richtige Entscheidung. Was war so euer größter Streitpunkt, wenn ich fragen darf, so eine Beziehung? So. Aber von ihm, oder? Mhm. Ist er so ein eifersüchtiger Typ? Ich finde irgendwie, der kommt so krank locker rüber, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Dachte ich ja auch. Wir haben eine Freundin zum Geburtstag. Ich habe ihr ein Geschenk für 3 Tage. Und da war er sauer. Er war sauer und hat teilweise nicht mehr mit mir geredet, weil wir mit den Mädels weggefahren sind. Boah, krass, okay. Also der ist schon extrem. Also es fiel bei uns auch öfters das Wort Trennung. Das erste Mal wollte er sich trennen, weil ich bei der Wiedersehensshow wohl 2 Sekunden zu lang einen von den Ex-Kandidaten angeguckt habe. Du sagst immer, ich bin der Kranke. Ich sage, ich war eifersüchtig. Du siehst aber null ein, du warst Engel. Die Eifersucht kommt doch nicht von irgendwo. Stell mich nicht immer als Vollidiot, das kotzt mich total an. Hast du nicht auf der Tanzfläche mit deinem Arsch an diesen 1 Meter? Nein, nicht einmal. Also da frage ich mich, wie betrunken warst du? Gott sei Dank bin ich getrennt von dir. Das war die richtige Entscheidung, weil du krankhaft bist. Die haben es auf dieser Party, doch, die haben es alle auf dieser Party gesehen. Alter, ja, du hast Alkohol. Das war genau das Richtige. Krankhaft? Du hast an jedem Arsch rum. Bist du komplett? Wie kannst du sowas sagen? Alter, meine Freunde haben zu mir gesagt, ich habe nur noch für dich gelebt. Das war krankhaft. Ja. Du merkst es gar nicht. Ich habe dir nie einen Grund gegeben. Wie oft hast du denn gesagt, boah, da würde ich mir auch mal gerne aufs Gesicht setzen? Bei wem? Ja, überleg mal. Meine Mutter hat Angst um ihre Tochter, dass du mir noch ein Kissen aufs Gesicht drückst, weil sie meinte, dass es nicht mehr gesund ist. Alter, jetzt wird's halt. Ja, nein. Pappmaul des Jahrhunderts.